Soll ich auch vorlesen eigentlich? Das kann ich machen. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Zu Disneys Goofed Group. Wir haben schon ein bisschen angeteasert. Der Graf und ich wollen dieses Spiel hier durchspielen. Ja, ich melde mich jetzt auch mal zu Wort. Ich habe es ein bisschen angeteasert schon in meinem Weihnachtsspecial. Damals habe ich gesagt, mal ganz kurz Let's Showed. Dann habe ich es mal angeteasert oder die Option gegeben, dass wir es vielleicht mal machen könnten. Und ich habe Bock drauf. Das ist ein cooles Spiel. Für Logi ist es blind. Für mich nicht so ganz, wobei ich diesmal gucken würde, dass wir ein paar mehr Rätsel lösen, auch Rätsel, die ich selber noch nicht kannte. Schauen wir mal. Du kannst mal auf Start drücken, wenn du möchtest. Mhm. Dann gehen wir mal aufs Spiel. So. An einem wunderschönen Tag in Sponneval sind Scoofy und seine Freunde mit ihren Booten aufs Meer rausgefahren, um zu angeln. Pete und PJ sind gerade dabei, einen riesigen Brocken aus dem Wasser zu ziehen, als ein gewaltiger Schatten über ihrem Boot erscheint. Goofy und Max müssen tatenlos zuschauen, wie ihre beiden Freunde Pete und PJ auf ein Piratenschiff gezerrt werden. Anschließend fährt das Schiff der Entführer in Richtung Sponneval Island. Tja! Goofy nimmt sofort die Paddel in die Hand und rudert so schnell wie möglich, so schnell er kann, um Pete und PJ zu befreien. Doch das Schiff der Piraten ist schneller. Als Goofy und Max Sponneval Island erreichen, sind die Piraten über alle Berge. Pete und PJ sind in großer Gefahr. So, einmal runter. Einmal runter, genau. Es gibt 5 Level insgesamt. Wir fangen mit Level 1 an. Sehr schön. Logi ist links, der Goofy. Genau. Und ich bin hier der Max. Aho. Mit jedem Tag ein Klacks. Ha. So, wir gehen mal rechts lang. So. Kirschen. Ich nehme 2, du nimmst 2. Alles klar. Ist nur gerecht. So. Willst du den Enter haken oder soll ich den Enter haken? Nimm du den. Ja, wo läufst du dann hin? So, wollen wir mit diesem Typen hier reden? Mhm. Sponneval Island war eine friedliche Insel, bevor Captain Carlo aus diesem Wal gekommen ist. What the fuck? Wieso kommt denn der aus einem Wal? Okay. Oh Gott, die Steuerung ist ein bisschen schwammig, ist ein bisschen Netplay-mäßig. Ihr kennt es von Mario World. Damals mit Chimtex war es ja auch so ein bisschen komisch. Was sagt denn der Kumpel hier? Captain Carlo ist zurückgekehrt. Wow! So. Wir schnappen uns hier den hier. Hallo? Aha, so. Und wenn Max auf einen dicken Piraten ein Fass wirft, dann passiert das hier. Ihm wird nur ein Leben abgezogen. Hätte Logi jetzt auf ihn gefeuert, wäre er sofort tot gewesen. Dafür ist Max schneller und Goofy halt langsamer. So. Nicht mal alle verbraten, lass uns erstmal hier. Ah, ist in die Falle gegangen. Haha. So, dann lass uns hier mal. Geh mal aus dem Weg, sonst treffe ich dich. Willst du die Banane oder willst du die Kirschen? Was macht das für einen Unterschied? Weiß ich gerade gar nicht, ob die Bananen mehr wert sind. Ich nehme die Kirschen. So, einmal weg, einmal. Oder ja. Ja, mach ruhig. Ja. Ich nehme das Leben, dann kannst du. Wobei, es ist eh wurscht. Das zählt eh für beide. Okay. So. Schauen wir mal. Also wir wollen das Spiel ein bisschen durchzocken. Ein bisschen intensiv. Nicht ganz so intensiv. Aber ein bisschen mehr, als ich bisher in meinen anderen Let's Plays gemacht habe. Genau. So. Starten durch. Ab und zu gibt es ein bisschen Buggy-Dinger. Oh, weg. Shit. So, mal gucken, nicht weiter gehen. Manchmal gibt es hier so Sachen versteckt drunter. So Früchtchen. Wirf mal auf mich. Okay, warte. Haben wir das auch noch gezeigt. Die Glocke brauchen wir nicht. Ein Glöckchen. Da nimmt den Enterhaken links, rechts.
Die Schlange greift übrigens an, wenn sie dich sieht, ne? So. Wie benutzt man den Enterhaken? Auf X. Auf Y. Auf Y. Okay. So, ich glaube, wir müssen erst nach oben. Uiuiuiuiui. Abgesumst. Abgesumst. So. Achso. So, hier können wir, wenn wir wollen, jetzt ein bisschen graben und ein bisschen was finden, eventuell. Das können wir vielleicht mal zeigen. Mhm. Willst du graben? Soll ich graben? Ich will graben. Ich will graben. Ich will graben. Ich will graben. Muss ich das jetzt auch so? Du musst jetzt nehmen. Achso, okay, okay. Genau, wir können im Zwei-Spiele-Modus nur ein Item tragen. So. Ah, mit Y, okay. Ne? Ja, genau, genau, genau. Ah, okay. Hast du dir verdient, nimm sie dir. Kann man da nur was finden? Weiß ich nicht, das ist glaube ich auch random. Aber ist ja, nicht, ist ja kein großes Feld, deswegen kannst du ja auch alle aufgraben. So, na, vielleicht ist da ein Herz da drin oder so. Mal gucken. Ja. Triforce. Ich komm gleich Ganon raus, pass auf. Na, ja, er reagiert manchmal nicht, das ist ein bisschen doof. Ja, das ist, liegt aber glaube ich auch am Netplay, glaube ich. Ja. Ich und Logi haben uns übrigens vorgenommen durchzuziehen, das heißt, wir werden die Parts immer schneiden, ohne halt zu verabschieden. Dass ihr euch nicht wundert. Es sei denn, wir machen zwei Aufnahmesessions. Wir wissen nicht, wie wir es schaffen heute zeitlich. Ist auch schon relativ spät, aber wir gucken mal, wie wir es hinkriegen. Mhm. Aber ich freue mich drauf. Ja. Hast du abgesandt? Nimm dir deinen Enterhaken damit zurück. Okay, okay, okay. Nimm dir die Schau. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Halt die Klappe. Der ist nützlich, der Enterhaken. Geil. So, jetzt müssen wir. Oh, oh, oh. Ja. Nach rechts müssen wir, nach rechts müssen wir. Links kommt erst zum Schluss. Da gehst du nämlich dann zum Ausgang, weißt du? Ja. Willst du deinen Enterhaken abgeben oder soll ich meinen abgeben? Ich nehme mal. Warte. Gut. Ach so. Das war. Ich dachte, das wäre gerade Deko gewesen. Nee, nee, wir brauchen das Brückenteil, um weiterzukommen. Okay. Wie schnell die respawnen? Ja. Beim Screenwechsel respawnen die. Mich erinnert dieser Design irgendwie ein bisschen an Link's Awakening, so ein bisschen irgendwie. Link's Awakening meinst du? Mhm. Ja, oh, ich habe gar keinen Enterhaken mehr, scheiße. Ups. Ja, oder so, so kann man es auch machen. Warte. Okay. Du kannst dich auch ins Wasser schupfen, ne? Okay. Ja, gehen wir weiter, wir kommen eh nochmal hierher. Hallo, sprichst du mit mir? An dieser Stelle wäre eine kleine Brücke nicht schlecht, oder? Haha! Ah, okay. I see the problem. Ich fühle mich einfach. So. Okay. Okay. Jetzt kannst du es mal zeigen mit dem. Warte. Machen wir gleich. Scheiße, 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 scheiße. Wir bekommen Besuch von links. Bitte frag, was ist das für ein Sound gerade? So, du kannst hier die Bananen und Rubinen nehmen, also von der Ober, von oben runter, genau. Gedrückt halten, ne? Dann geht's noch weiter raus. Ah, schon. Genau. Was für ein Sound. Oh, ich hab ein Leben gefunden. So, jetzt kommt ein erstes Rätsel. Was man machen muss, ist dir wohl bewusst, oder? Ja, Schieberätsel. Warte, lass mich mal überlegen, wie es war. Ich glaube, der musste hier hin. Und dann der hoch, wo du gerade bist. Ja, warte mal, ich setze mal deinen Gedanken. Nee, stopp, 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 stopp. Der untere muss hoch. Der muss hoch. Nee, Quatsch, das geht gar nicht. Stimmt, Logi, du hast recht. Also der da rechts. Und dann schiebst du den da unten nach oben und... Nee, halt. Ah, nee, wir hätten... Machen wir nochmal Restart. Gehen wir mal raus. Genau.
Warte mal. Ich glaube. Also das war schon mal gar nicht falsch. Doch, mach mal den nach links. Genau, genau, so. Ja. Genau. So, warte mal, ist den hier rüber? So. Ah nein, es klappt nicht. Jetzt haben wir den zwar, aber wir kriegen den nicht hoch. Das muss hier landen und dann von hier aus nach oben. Ach, arg. Erinnert mich ein bisschen im Minishcap gerade. Arg. Argus. Ah, ich hab ne Idee. Genau, schieb mal den nach links. Oh. Du bist doch ein Vogel. Du bist doch ein Vogel. Ich hab noch nicht kommen sehen, dass du da genau da lang gehen wolltest. Ein bisschen Geduld, mein Freund. Ein bisschen Geduld. So, warte, lass mich das noch rüberschieben. Wobei. Ach, scheiße, ich hab's verkackt. Ah, ich hätte ihn stehen lassen müssen. So, jetzt. So. So. Okay. Und dann, ja. Na, den kannst du eigentlich noch weiter fortführen. Nein, nein, nein. Logie. Mach mich doch nicht fertig. Mach mich doch nicht fertig. Du. Halunke. Du Halunke. Sagt er. So, weg. Geh weg. Geh da weg. Nicht, dass ich dich noch treffe. Ich hab Angst. Pixelgenauigkeiten, sage ich nur. Pixelgenauigkeiten. So, jetzt will ich mich wohin kriegen. So. Den drüben. Boah. Und nach oben. Haben wir es auch hingekriegt. Geil. So, auf geht's. Weiter. Auf geht er, der Peter. Peter, Peter, Peter. Wir müssen die zwingend besiegen, wir können auch einfach rausgehen, ne? Es gibt Erfahrungspunkte. Scheiß gibt's. manchmal hat er die Steuerung nicht, ne? Manchmal. Oh, wollte ich eigentlich nicht. Ich muss das Vögelchen befreien. So, dürfen wir uns nochmal hier durchkämpfen? Jo, ja. Oh Gott, machst du es wieder knapp. Ich bin Goofy, 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 Goofy. So, jetzt müssen wir links lang. Links, na? Links, links. Ganondorfs. Achso, ich vergesse immer die Taste zu drücken. Ich bin so ein bisschen an Zelda gewöhnt. Bisschen Ähnlichkeiten erkenne ich ja auch zu Zelda, muss ich sagen. Allein der Enterhaken. Mhm. Mir vorher nie aufgefallen. Ah, so ein bisschen viele Sonics hier, ne? Ja, ein bisschen Sonic the Hedgehog ist hier am Stissel am Bienen. Am Stissel am Bienen. Oh, Banane, du Pflaume. Du kannst das Leben nehmen, wenn du möchtest. Okay. Damit kann ich leben. So, warte, 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 warte. So. Yeah. Benenchen. Aua! Das ist doof, dass die Steuerung manchmal nicht reagiert. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ups. Wir müssen eh erst rechts lang, wir müssen die gar nicht besiegen. Oh je, oh je. So, hier waren wir doch schon mal heute. Ah, jetzt über andere Seite des Bauernhofs. Ist nicht verkacken, wir haben nur zwei Fässer. Ach, die Biene zählt nicht. Okay. Biene, Biene, Maya. Okay. Oh. Das ist der Master Key. Ich wollte es gar nicht sagen, ja. Aber das ist ein einfaches Rätsel. Okay, dann mach. So. So. Ja, okay. Ja. Das ging recht. Das ist easy. Ja. Willst du einen Schlüssel nehmen, weil du schon da stehst? Ja. Okay. So. M auf Y muss ich, glaube ich, drücken, oder? Ja, auf A. Achso. Auf A. Hier, ich muss mich mit der Steuerung auch erstmal abfinden. Schnell weg, bevor die Spasten da kommen. Ja. Ja, da stand er mir im Weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Du kannst ja nicht die Betäube so auch durch die durchlaufen dann, ne? Okay. Ah! Na, das hat er mich. Jetzt geht's bergab. Ich lenke mal ab. Vorbeigeworfen, Mann. Muss ich an GTA gerade denken, an mit den Haftbomben. Wie wir alle vorbeiwerfen. So, Momentchen. So, okay. Cool. Okay. Ein Flüchtchen für dich. Glocke. Ich lasse das lieber mal, weil... Ja, wir brauchen die Glocke aber. Ja. Ein Glöckchen. Geh mal weg da, die kommen nämlich jetzt hier eingeloggt. Geh mal dahinter. Wo der eine Stein ist. Der andere Stein. Pass auf. Ah. Okay, müssen wir einsperren, ja. Oder wie? Ja, ja, genau. Das ist mein Ziel gerade. Und wir können die nicht töten, weißt du? Das ist das Problem. Hoch damit, genau. Na ja, gut, der eine passt schon. Der passt schon. So, lauf hoch. Bum. So, Dungeon-Time. Ich halte die Typen hier. So ist Dungeon-Time hier, ne? Nee, Endboss-Time ist. Y drücken. Okay, so. So, du darfst einen Boss vorlesen. Es wird höchste Zeit, dass du kommst. Wir warten schon auf dich. Dein Ende naht. Okay. Also ist ganz simpel, einfach die ja, Typen abwerfen. Das ist ja ein typisches Mario Party Spiel hier. Oh. Ja, von Bomben sollte ich jetzt nicht treffen lassen, Logi. Das ist ja der helle Wahnsinn. So ist. Auf A drücken? A? Ja, auf B meine ich, sorry. B. Genau, dann kannst du die Dinger auffangen, was die werfen. Ach so. Außer diese roten Dinger, die nicht. Also nur Bomben und die Fässer. Ach, Bomben kann man auch. Genau, Bomben kannst du auch auffangen. Muss aber ein bisschen schneller sein, weil die gehen natürlich hoch, ist ja klar. Oh, okay, yeah. Bomben bleiben auch liegen, die kannst du auch wieder einsammeln, wenn sie auf dem Boden liegen. Bob ums Bombenberg. Bob ums Bomben. Da waren die Hände nicht oben. Ja. Nein. Okay. So. Mit einer ist es schwieriger. Weil der ist sauflink. Die roten konnte ich einfangen, wie gesagt. Ei. Ein Karamba. Oh, tja. Geil. Stufe geschafft. Ein Herzcontainer. Haben sie auch geil gemacht, ne? Stufe, also Level in Stufe übersetzt. wir haben 15 Minuten gebraucht fürs Level. Ganz gut. Das ist ein Passwort, das ihr hier seht. Wenn man das hier eingibt, im Startbildschirm, dann kommt man jetzt in Level 2 raus zum Beispiel. Und es gibt nach jedem Level gibt's immer so ein Ding. Man kommt dann immer, kann man halt überspringen. Aber es wird ja nicht gespeichert. Wenn man das Spiel jetzt beendet, dann startet man wieder bei Level 1. Deswegen gibt es diese Passwortfunktion. So, Story. Goofy, ihr gemeinen Kerl, sagt mir sofort, wohin ihr unsere Freunde verschleppt habt. Hättest du ja nicht lesen müssen, du bist Goofy, ne? Fällt mir gerade so auf. Eigentlich schon, ja, egal. Freunde, was für Freunde? Wir haben niemanden verschleppt. Wir haben nur unseren Captain gerettet, der von einem Wal verschluckt wurde. Und wenn wir ihm jetzt erzählen, was ihr uns angetan habt, wird er sich an euch rächen. Max, wollt ihr uns etwa Angst machen? Also das nächste Mal merken wir uns, wenn Goofy da steht, liest du es vor. Okay. Gleich ein paar Gegner zum Beginn. Gleiche Boom, Schöcker. Genau, hast du gesehen? Du hast nur eingeworfen, hast ihn direkt gekillt. Ich musste zwei werfen. Also ich habe ein bisschen schwächeren Charakter, aber dafür bin ich schnell. Alter, was ist... Machen wir die Hände hoch.
Ja, okay, das ist schon langsam. Okay, komm, lass uns weiter. So, hier ist nix, aber hier ist so ein Typ. Sieh doch nur, was sie mit meiner Farm gemacht haben. Ich wünschte, Captain Carlo wäre in den Wal geblieben. Aber du das hier Farm nennst, ist dein Stückchen Land da? Okay. Hat da keine Wahl gehabt. So, okay, aufpassen, die Dinger spucken Feuer. Ich glaube, der ist ganz simpel, den muss man nur hochmachen. Ja, ich habe auch keinen Denkansatz. Genau, mach den mal hoch, genau, und dann aus dem... Nee. Na doch. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Das kriegen wir den nämlich nicht mehr hoch. Weißt du, ich meine, der muss dagegen stoßen. Machen wir mal hoch, nochmal. Ja, toll. Na, toll. So, jetzt mal stehen lassen. Mhm. Was, dann können wir den da hoch. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, geil. Boom, Schaka. Zack. Perfekt. Hände hoch. Hands up in the air. Nein! Okay. Wir müssen jetzt mal nach links, doch. Geh nach links. So, wir kommen in den verlorenen Wäldern. Was? Alter, du mit deinen Zelda-Vergleichen gerade echt. Was kommt denn in Lilian noch? Ach, die bei Lilian musst du auch aufpassen. Die können diese Steine verschieben. Oh. Genau. Wie ekelhaft. Ernsthaft? Aber wir haben einen Fehler gemacht. Lass uns nochmal zurückgehen. Wir haben einen Fehler gemacht. Das müssen wir zweimal laufen. Oh. Ist ja nur Goodies, aber Goodies sind gut. Ah, fuck. Oh, Hilfe. Danke. So, wir müssen die erst nach oben. Okay, Afrosch. Afrosch? Achso. Oh. Der wirft Schwerter. Die Sache hat einen Haken. Y? Genau, okay. Schlüssel oder Entschuldigung, ein Schlüssel, okay. Du weißt den Schlüssel in meinem Herzen. Nimm den gedrückt halten, genau. Du bist mir einer. So, jetzt. Achso, okay. Okay, gut. So, Achtung. Wobei, mach du die Hände hoch und wirfst du ihn auf ihn. Du kannst ihn nicht wieder killen. Boom, Shaka. Da müssen wir ein bisschen logisch vorgehen, ne? Logisch. Logisch. Nix. Okay. Oh Gott. Das musst du jetzt machen, du hast einen Enkelhaken. Boof. Und boof. Und I said boof. Und boof. Und ja klar, wirf halt vorbei. Und die Schlange macht boof. Und boof. Wie macht die Schlange? Was? Boof. Oh scheiße. Was kommen die Wahnsinnigen? Was ist ein Leben, what the fuck? Aufpassen, die Dinger gehen in die Luft. Oh Gott. Ne? Oh oh. Bep, bep, bep. Wack. Wack, wack. Du musst vorgehen. Und sie ein bisschen betäuben. Da. Ey! Geil. Bitte warten. Gut, ja. Stück Start. Okay. Ey! Was ist das denn? Oh. Was ist das denn für ein Müll? Was ist das? Sure. Willst du einen Enterhaken haben oder? Was soll ich denn da machen? A, Y, X. Das musst du, genau, jetzt musst du, ja, genau, du warst schon richtig. Du musst nur Y drücken. Y. Hä? Hä?
Ja, genau. Und du musst natürlich an einem Haken stehen. Genau. Jetzt kommen wir rüber. Aber das ist halt ein bisschen doof, wenn man das so macht, ne? Ach so, verstehe. Der kann Schwerter werfen, der Typ, ne? Immer so. Nee, ich habe jetzt gerade gedacht, dass ich trotzdem noch die Hakenfähigkeit einsetzen kann. Nee, du hast der Endhaken bleibt hier da, weißt du? Ja. Scheiße. Die können einen bis jetzt vermasseln. Oh Gott. Problem erkannt. Mhm. Ich würde sagen, einer lenkt die einfach ab. Und der andere macht einfach. Okay. Warte. Hey du. Oh yeah. Hallo. Oh yeah. Wobei, es war gar nicht so fa... Oh Mann, die Steuerung geht begriffen, sag. Give me babe. Ja, geil. One more time. Warte. Komm mal her. Geil. Okay, warte, mach jetzt nichts Falsches. Ja, doch, war richtig. Tut. Wo landet der? Hier. Das macht keinen Sinn. Das auch nicht. Ach, scheiße. Aber... Doch. Ja. Warte. Ich gehe vor. Bleib mal stehen. Ah, ne, das ist natürlich scheiße. Wobei, das kann noch klappen. Hey. Ich bin sexy Goofy. Komm mal her. Yeah. Sexy Goofy. Und boom, Schacke. So. Okay. Doch, es kann klappen. Einfach den da oben, nach hier oben, dann passt es doch. So. Ja. Den dann so runter, genau. Und dann müsste es auch eigentlich funktionieren. Und? Geil. Gut. Läuft doch. Computer sagt ja. Oh, Schat. Oh. Das musst du dir jetzt reinziehen. Also er zieht auf dich. Ja, komm zu mir rüber. Okay, nee, doch nicht. Okay, passt schon. Ist egal jetzt. Ich wollte eigentlich was zeigen, aber ist egal. Oh wei. Also du hast einen Schlüssel. Oh. Mach mal auf die Scheiße. Yeah. Oh Gott. Säbelzahn. Mann, das nervt, wie die Steuerung manchmal nicht klappt. Blöde Verzögerung vom Emulator. Autschi, Bautschi. Hä? Ach so, ich bin rausgeschmissen worden. Okay. Wieso bist du? Ich bin rausgeschmissen worden, habe ich gesagt. Ja, ich bin ja nicht da. Fuß. So, dann nimm den Enterhaken noch mit. Und die Leben, die kannst du gut gebrauchen. Die können wir beide gut gebrauchen, aber ich kann sie nicht einsam. Ein Leben. So. Kriegst du das zweite jetzt, oder? Ja, okay. Ja, dann ich ja wunderbar. Oh, noch ein Master Key. Ab in den zweiten Tempel. Und was zum Schaufeln. Uff, gar. Ich nehme den Schlüssel. So. Dann. Guck mal, wir hätten das haben. Banenche. Jetzt kommt das mit dem Herz herausgesprungen, pass auf. Über ein Leben würde ich mich schon freuen. Es gibt noch mal ein ganz großes Feld im nächsten Level. Das werden wir noch nicht komplett machen, weil es ist wirklich riesig. Es dauert ewig. Das machen wir jetzt noch. Dann haben wir beide mal geschaufelt und dann passt es auch wieder.
ne? Boris würde sich jetzt freuen. Ich kenne Boris nur aus Zelda, A Link Between Worlds. Und den gab es natürlich auch in Ocarina, oder? Ocarina of Time, Minish Cap. Aber Ocarina of Time hat seinen Ursprung, glaube ich, oder? Es kann sein. Soweit ich weiß. Also wie gesagt, ich kenne ihn nur aus A Link Between Worlds und hat auch nur eine ganz kurze Ghost-Rolle gehabt. Danach steht er ja eh noch auf dem Friedhof und ist eigentlich unnötig. Jo, passt. Gut, dann lass uns weiterziehen. Oh. Okay, wir müssen gleich nochmal zurück. Ofka. Ach, diese Schweine sind schon wieder da. Weg. Wir zum Ausgang bleiben können, dann hätten wir einfach gehen können, aber ist egal. Okay. Oh, wir brauchen mehrere Enterhaken, sehe ich. Oh. Nee. Achso, du hast den letzten, okay. So. Also, wenn das nicht an Zelda erinnert, dann weiß ich auch nicht. So. Oh, wir sind schon wieder am Ziel. So, die Grünen können sich so rollen, wie du siehst. Achso, ich hab nicht. Lauf durch. Achso, ja. Pap. Ah, wenn sie sich so rollen, kann ich sie nicht paralysieren. Oh, gut. Fuck. Oh. Da wurde ich plattgewalzt. Ah, ich kann die nicht paralysieren, wenn die so blöd rollen. Ja, genau. Lauf durch. Ich kümmere mich. Ah. Y und durch. Und Boss, das wieder vorlesen. Gleich werde ich dir was einheizen. Oh. Boah, das war ja voll kurz. Das kommt gerade voll überraschend. Oh. Ja, wenn du so nah rangehst, dann macht er die Attacke. Achtung, Feuerspucker macht er jetzt. Hüppelhüppe. Alter. Oh Gott. Oh ja. Alter, wie viel Treffer braucht denn der Typ bitte? Oh, buff. Aua. Oh Gott. Okay. Das war eine Stufe. Wir haben wirklich Level in Stufe übersetzt. Ich komme nicht drauf klar. Kein Spiel übersetzt Level, nur die hier. Wir waren nicht mal schneller, ne? 12 Minuten nur, also 13 Minuten. Da könnte man quasi 1 und 2 in einem Part machen. Theoretisch. Ah, nee, dann wär's schon wieder ein bisschen lang. 27 Minuten? Naja. Das sehen wir dann, wie wir schneiden. Bis zum Tod.